So, und weiter geht's. Mal schauen. Es ist Tuesday. Wir gucken immer hier rein. Man weiß ja nie. Also die Rezepte und hier die Living of the Land. Auf jeden Fall interessant. Immer mal reinzuschauen. Rainbow Trout. Nee, es ist da. Hier, das würde ich ja gerne mal machen. Das ist auch nur 40 Health. Das ist alles nicht so viel. Foraging. Farming. Ja, später interessiert. Ich würde die anderen Rezepte, die richtig guten hier haben. Radish Salat. Radish, Vinegar und Oil. Ja, ich habe sogar ein bisschen Gold. Ich könnte mal ein bisschen Vinegar und Oil holen. Da könnte ich hier drin auch in die Box dann reinpacken. Na, jetzt warten wir mal ab. Oh! Am 23. ist schon, okay. Das kann ein bisschen dauern. Das seid ihr jetzt live mit dabei, wenn ich hier ordentlich was einkassiere. Das ist doch richtig genial, ey. Na, stellt euch das mal im Frühling vor oder im Sommer. Ja, ein Pumpkin nach dem anderen, ein Radish nach dem anderen, eine Parsnip nach der anderen. Also ich werde definitiv noch schauen, dass ich von diesen Quality-Sprinklern noch mehr bekomme. Damit ich mein Feld ausbauen kann. So, pass auf. Ich versuche mich zu beeilen, Leute. Das ist ja keine... Nicht so lang. Das Problem ist, ich habe keine Ho. Das bedeutet, ich gehe jetzt erstmal noch zum Schmied und hole mir meine Ho, würde ich sagen. Ja, geschickt ist denn eigentlich. Wie sieht's aus? Wie viele Samen habe ich noch? Also locker 40 kann ich schon mal einpflanzen, wenn nicht sogar noch mehr. Ja, da geht noch was. Okay, pass auf. Der macht wahrscheinlich auch erst aber wieder 9 erst auf. Das heißt, pass auf, erstmal den Krempel hier einsortieren. Ja, das ist schon, also ne, da kannst du ordentlich was verkaufen, kannst mal wieder ordentlich Geld generieren. Hier die Dinge, oh, da habe ich nur die... Sorte bekommen, warte mal, pass auf. Ja, warte mal. Erstmal einpacken alles. Nachher gucke ich mir dann an, was ich alles machen kann. Was ich alles verkaufen kann, vor allen Dingen. Okay, hier läuft's noch. Alles gut. Ich brauche meine Ho, das dauert aber noch ein bisschen, bis der aufmacht. Davon abgesehen, komme ich da jetzt auch viel schneller hin. Es ist der 23. Die Lea hat Geburtstag. Und die Lea steht auf, ich habe mir das schon mal rausgesucht hier, auf Sachen, die ich noch gar nicht habe. Prismatic Shard haben wir noch keinen gefunden, oder? Das wäre etwas, wo die voll drauf an abfährt. Prismatic Shard. Jetzt muss ich echt mal die Sachen durchgucken, weil ich mir echt nicht sicher bin, ob ich den schon gefunden habe. Ne, habe ich nicht. Alles andere, warte mal, Vegetable Medley, Vegetable Stew wäre hier noch anzubieten. Da muss ich mal kurz in meine Küche reinschauen, was für ein Rezept da geht. Irgendwas Vegetable-mäßig hier. Trout Soup, Pizza, Omelette, Fried Egg. Fried Egg? War nicht auch Fried Egg? Ne, Steer Fry, was auch immer. Ready Squad, meine Poolsblätter. Farmer's Lunch, Pumpkin Pie. Pumpkin Pie steht die Money drauf. Plum Pudding. Nee, kann ich alles noch nicht machen, auf was sie steht. Salad. Auf any kind of salad, dann könnte ich eigentlich einen Radish Salad machen hier. Oil, Vinegar und Radish. Oder nur auf regulären. Gibt es noch regulären Salat? Goat Cheese, Muffin, Prisoner Roberts Food. Ich weiß nicht. Steht sie auf jeder Art von Salat? Wie viel Radish habe ich noch? Komm her. Zeige ich mir mal kurz. Apropos, ich kann mal den Krempel nachher in die Stadt, in die Ding reinpacken. Habe ich da auch noch Wheatflower gehabt irgendwo? Komm, Brot kann auch rein. Radish, wie viel Radish habe ich noch? Halt, falsche Piste. Hier. Radish habe ich 6. Jo, das muss halt jetzt einfach mal herhalten. Okay, dann muss ich erst in den Laden, dann hole ich mir die Ho. Und dann suche ich Lea. Damit ihr an ihrem Geburtstag ihr Geschenk bekommt. Das ist der Plan, Leute. Also, erstmal Oil und Vinegar, ne? Schon wieder vergessen? Nee.
Erstmal Oil und Vinegar. Oh, und eine neue Quest. Die kann ich vielleicht auch gleich machen. Slime Hunter to Slay Sex Red. Oh, oh. Das geht wieder nur 2 Tage. Das heißt, am nächsten Tag müsste ich auf jeden Fall in die Mine. Das mache ich. Das kriege ich vielleicht sogar echt hin. So, jawohl. Ich brauche Oil. Oh, kostet 200. Dann nehmen wir mal nur 2 mit. Und Vinegar nehmen wir auch mal nur 2 mit. Dann mache ich 2 Radish Salat. Und ich hoffe, dass Radish Salat was für die ist. So, und Aprikose. Nee, was habe ich eingepflanzt? Scheiße. Sherry habe ich eingepflanzt. Machen wir noch eine Aprikose, hä? Orange geht im Sommer. Das heißt, das kann ich auch noch im Frühling setzen. Ja, also das sind anscheinend immer 2 Dinger pro Saison. 2, 1, 2, 1, 2, genau. Aprikose. Ja, komm, Aprikose. Ich hoffe, es war Sherry, was ich angepflanzt habe. Ich weiß gar nicht, ob man sehen kann, was für ein Baum das ist jeweils. So, dann hole ich mir die Hoe schnell. Ja, hier sind nämlich überall Würmer wieder auszugraben. Ich will nicht wissen, was ich schon die ganze Zeit verpasst. Das Problem ist halt auch, wenn man die Karren benutzt, zum schneller rumkommen, dann entgehen einem auch viele Würmer und so. Ja. Deswegen ist es gar nicht unbedingt so das Beste. Steel Hoe, da ist er. Jawohl, sehr gut. Und weg dafür. Ja, ist ja gut. Habt ihr selber gesehen, was ich erhalten habe. Ja, wir laufen aber jetzt. Ich nehme jetzt nicht die Abkürzung mit dem Minenwagen. Was ich kurz gucken möchte, ist, wo ist die Lea? Pass auf. Lea, wohnt die irgendwo in einem Haus? Ist das nicht die? Ja. Ah, das ist die. Warte mal. Aber die arbeitet doch, glaube ich, ab und zu im Ding. Das ist auch ein kleines Kind. Das ist keine Lea, oder? Bist du eine Lea? Nee. Die Penny. Nee, du bist kein Kind. Jazz. Get a wiggle diggle. Lea war die mit dem braunen Haar und mit dem Zopf. Ja, die finde ich noch. Ist die nicht sogar hier ab und zu unterwegs? Warte mal. Arbeitet die hier? Oder wie war das? Du bist? Wer bist du nochmal? Ich komme da nicht ran vor allen Dingen. Du bist die? Maru. Ach Gott, ja. Maru arbeitet hier. Die Lea arbeitet nicht. Wer bist denn du? Du bist ein Typ. Du bist definitiv ein Typ. Oh, guck mal, da der George rollt rum. Der Herr George rollt rum, der Herr George. Was ist denn hier los? Lea hat keine grünen, keine lilanen Haare. Nee, 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 das seid ihr nicht. Ich glaube, die Lea ist abends im, ja, ich glaube, da habe ich sie mal gefunden. Ah, nee, ah! Mist! Das war die andere mit dem Zopf. Was? Do you get tired of people asking about your farm all the time? Do you get tired of people asking about your farm all the time? Ach so, nö, nö. I think I would. Weil die Leute ständig nach meiner Farm fragen. Hey, was geht, Emily? Alles klar? You must be getting very good at farming by now. Und direkt werde ich drauf angesprochen. So. Evelyn haben wir ja schon beschenkt. Waren hier nicht irgendwo Würmer, die ich ausgraben wollte? Das ist Hammer. Geht alles wieder flöten nebenbei. Das ist die Marnie, die ist sowieso verwöhnt. Die will nie das, was ich habe. Oh, wo ist denn meine Hoe jetzt hingekommen? Steel Hoe. Die kommt hierher. So, mal gucken. Ja, also, das hatten wir auch schon mal. Das hatten wir auch schon mal. War jetzt keine Verbesserung, glaube ich. Weiß jemand, wo die Lea ist? Ne, die finde ich im Ding. Also, das darf ich auch nicht vergessen jetzt, ey. Vor lauter Anpflanzen und so weiter. Ja, ich muss ja mein Ding wieder bearbeiten. Aber ich muss erstmal den Salat machen. Was suche ich Lea, wenn ich noch nicht mal ihren Salat dabei habe, ja? Es steht aber wirklich nicht dabei im Wiki, ob das any kind of salad ist oder was auch immer. So, aber so. Wir machen jetzt einmal diesen Salat. Da, zack. Mach mal zweimal, komm. Einmal für uns. Genau. Bam. Genau. Die Ingredients kommen hier rein. Ah, da habe ich ja schon Fried Egg. Okay, und die Tortilla. Ich glaube, die brauche ich später für weiterführende Rezepte. Das nehme ich mit. Was wollte ich hier noch einpacken? Der Radish und das Brot. Spread? Sprout? Okay, alles klar. So, pass auf. Dann pflanze ich mal den Aprikosenbaum. Finde ich irgendwie raus, was das für ein Baum ist? Nee, ich kann angeln, super. Also, pass auf. Die 8 Surrounding Tiles. Das ist das und das.
Eins, zwei. Hier kommt der nächste Baum hin. Back. Das müsste passen, ne? Ja, auf jeden Fall. Dann mache ich irgendwann mal ein schönes Ding außenrum. Einen Zaun. Oh, meine Tiere nicht vergessen, ey. Um Gottes Willen. Und ich muss noch zu Marnie, muss. Ah, die ist gerade in der Stadt unterwegs. Ich brauche Heu. Mist. Mir geht das Heu aus bis Ende der Saison. Ach, Liebhaben noch. Liebhaben. Okay. Ja, irgendwie ist es manchmal ein bisschen komisch. So, wie sieht's hier aus? Da geht noch was. Ansonsten erstmal jetzt anpflanzen. Ich brauche meine Hoe, habe ich. Ich brauche Sap für Dünger. Habe ich. Ich brauche die Samen. Habe ich. Weil einmal geht noch, oder? Warte mal, 23. bis 28. Oh, das könnte eng werden. 8 Tage braucht es. 23, 24, 25, 26, 27. Nee, das wird nichts mehr. Das bringt jetzt nichts mehr anzupflanzen. Die Geschichten brauchen, das steht leider nicht drauf, aber es braucht 8 Tage. Ja, ich habe einmal, habe ich glaube ich zu spät angepflanzt oder so, habe es einmal übersehen, keine Ahnung. Nee, es bringt jetzt nichts mehr. Es bringt jetzt leider nichts mehr, nochmal was anzupflanzen. Das Zeug würde nicht wachsen. Das wäre jetzt hier reine Verschwendung. Lass uns das lieber aufsparen für die nächste Saison. So, aber. Was wollte ich sagen? Das kommt hier rein. Und das kommt hier rein. So, jetzt gucken wir erstmal, was wir verkaufen können. Den Salat habe ich ja, okay. Dass ich schon mal gewappnet bin. So, jetzt gucken wir mal, was wir verkaufen können. Also, und zwar immer. Ne, nicht alle beide. Immer nur eins. Dass ich auch eins übrig habe. Irgendwann kommt einer und sagt, ich will Blueberry Jelly. Oder ich will Blackberry Jelly. Oder sonst irgendwas. Ich kenne doch die Geschichte hier. Ach so, warte mal. Das brauche ich für die. Für das Rezept für die Samen. Aber nicht so viel. Ich habe ja noch 30. Das passt. Dann hauen wir da mal einige weg. Die Silbernen brauche ich überhaupt nicht. Und Gold habe ich so massig. Das langt so. Genau. Und weiter. Dann haben wir hier davon welche bekommen, einige. Zack. Dann davon drei. Und die lassen wir auch mal fürs Rezept noch übrig. Das passt. Dann haben wir hier die Teile. Soweit. Die goldenen lasse ich und soweit. Passt. Jawohl. Und noch ein paar Krokusse. Da lassen wir aber noch einige übrig. Das ist soweit okay. Das passt auch. Das ist in Ordnung. Jawohl, wunderbar. Ich kenne ja, ne? Also wie gesagt, da kommt immer wieder einer nach dem Motto, hey, übrigens, hier kannst du mal gerade jetzt genau vorbei. Dann hast du das wieder nicht. So, bis auf den können wir verkaufen. Genau, passt, ne? Packen wir die Suppe bitte kurz hierher. Am nächsten Tag muss ich auf jeden Fall in die Mine, will die Quest mal erledigen mit den Dingern da. Da wird jetzt noch alles fertig. Wenn das fertig ist, wird hier umgebaut. Ja? Das ist Plan Nummer B. Sobald hier, dann wird hier eine Linie gezogen. Unter dem Wasserfall, würde ich sagen, wo ich dann diese Qualitätssprinkler aufbaue. Und dann mache ich da meine große Farm. Ja? Dann kommt ein Quality-Sprinkler nach dem anderen. Und dann, kann ich das eigentlich wegmachen hier jetzt? Nee. Da muss ich hoffen, dass es irgendwann wirklich doch trotzdem zuschneit, auch wenn es gedüngt ist. Ja, mal schauen. Ja, wie gesagt, das Quality Sprinkler haben wir eigentlich. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ja. Die normalen, die werde ich dann, keine Ahnung, die brauche ich nicht. Aber da habe ich keinen Bock drauf. Das ist mir echt zu blöd. Mit nur 4 Fällen. Iron, Gold und Refined. Refined habe ich auf jeden Fall massig, das weiß ich jetzt schon. Iron und Gold. Iron wird vielleicht noch ein bisschen knapp werden. Was auf, da können wir aber schon mal noch ein paar machen. So, genau. Das mal alles verfeuern. Iron und Gold haben wir auch noch ein paar. Da mache ich mir keinen Gedanken. Und Refined Quartz passt auch. Also nochmal so locker 3, 4, 5 Sprinkler will ich bauen. Auf jeden Fall. Genau. So, jetzt gucken wir mal kurz, ob Mani da ist. Ich brauche noch Heu. Ich brauche dringend Heu. Ich muss der jetzt einiges an Heu abkaufen. Oh, hier. Da war auch noch was zu tun. Also, zack, zack, zack. Da packen wir Bait rein. Zack, zack, zack. Irgendwann kommt auch das Fest. Ich glaube, das ist ziemlich nah. Bald fällig. Ne? Also, demnächst müsste es das Fest geben. So, pass mal auf. Mal gucken, mal kurz, ob Mani mittlerweile wieder zu Hause ist. Brauchen wir kurz einen Schluck.
Danke für eure Geduld. Ach, natürlich nicht. Komm hier nicht rein. Mann, ich will die Shorts vom Louis, die er bei der letzten Stippvisite verloren hat. Aber anscheinend scheint es bei denen nicht so gut zu laufen, weil sonst hätten sie schon längst gemerkt, dass die Shorts da liegen. Muss man jetzt auch mal so sagen, ne? Naja. So, die Lea. Habe ich nicht mit ihr schon mittlerweile? Nee, Evelyn. Oh, guck mal hier. Da ist ja einiges an Zuwachs gekommen. Das ist ja cool. Also zwei Herzchen überall, außer bei Mani. Ich gebe mir echt auf den Sack. Mani, du alte Nuss. Du kriegst aber auch noch was geschenkt. Warte mal, da gucke ich mal kurz nach. Wir haben ja den Salat für die Lea. Jetzt gucke ich mal kurz, was Mani noch mag. Dann kriegt die noch was richtig Gutes von mir geschickt. Ich glaube, die hat auch so seltene Dinger. Diamant, Pink Cake, Pumpkin Pie, Farmer's Lunch. Alle Sachen, wo ich nicht kann. Brot, Kokosnuss, Korall, Fried Egg, Fruit, egal was für eine. Green Bean Hops. Okay, also. Was war das jetzt? Nee, das wollte ich nicht. Jetzt habe ich mich irgendwie verklickt hier. Warte mal, ich lasse das mal kurz offen, damit, wenn ich dir über den Weg laufe, ich gleich sehe, auf was die steht. So, genau. Du bist Vincent, du bist die... Hab ich schon wieder vergessen. So, keine Ahnung. Also, Lea hat heute Geburtstag. Wie sieht's denn aus? Wo ist denn die jetzt? Die müsste doch jetzt mittlerweile, könnt die... Wer bist denn du nochmal? Ich kann mit dir nicht reden, wenn du da sitzt. Ist das ein Bug? Das ist doch vorher nicht gewesen, oder? Wir gucken mal hier rein kurz. Ah, ich glaube, da hinten ist er. Da ist er. Zeig mal. Ja, Lea. It gets pretty cold in my little cabin. Okay. I just snuggle up under a huge blanket and I am okay. And you want some salad. Achtung. You remembered my birthday. Thank you. This is great. Achtung. Lea, zwei Herzen. Sehr schön. Achso, ja, die hat ja nur eins gehabt. Okay, cool. Ich denke mal, der Salat war jetzt nicht falsch. Also anscheinend war er auch nicht super. Wir haben ja gesehen, bei Wizard gab es drei Herzen. Jetzt nur ein zweites. Okay. Dann kommen ein Haufen Leute hierher. Marnie. Ich muss mich unbedingt noch mit Marnie gutstellen. Im nächsten Tag will ich in die Mine. Da werde ich erstmal alles darauf vorbereiten. Ja, Marnie wird jetzt nicht mehr in ihrem Laden. Also zumindest ist der Laden jetzt nicht mehr geöffnet. Hier gehen wir noch ein bisschen am Strand rum. Gucken, was es hier noch eventuell einzusammeln gibt. Vielleicht finde ich hier direkt die Koralle für Mani. Das Problem ist, ich muss am nächsten Tag erstmal zum Mani, um das Heu zu holen, weil das wird echt eng. Tuesday, Wednesday. Ich hoffe, dass nur der Laden Wednesdays zu hat. Dass Mani da ist. Ein dried Starfish. Ich hätte beinahe fried gesagt. Nee. So, aber so. Also sie steht auf Fischkrempel dann. Korallenmäßig und so. Tuesday, nee, Wednesday war der da. Der Old Marina. Da muss ich noch mein Amulett abholen. Mal gucken, was er dafür will. Yo! Mal schauen, was es da für ein tolles Amulett dafür gibt. Ich glaube, so weit hat sie nichts mehr zu tun. Ich könnte jetzt gucken, ob Marnie mittlerweile im Bordell ist. Im Saloon. Ist Marnie hier? Die alte Suffnudel. Weiß jemand, wo Marnie ist? Nee, ist nicht hier. Aber ich glaube, die ist doch auch nicht so hier. Wo könnt ihr denn rummachen? Ist der Laden noch geöffnet? Marnie, bist du hier? Mal kurz mal rumschauen hier. Nö, nö, nö. Da ist er nicht. Komisch. Im Laden war sie ja auch nicht. Da ist er direkt abgehauen. Haben wir ja vorhin noch gesehen. Sehr, sehr cool. Hat jemand Mani gesehen? Ist er vielleicht doch nach Hause? Komm, wir gucken mal. Da gehen wir eh direkt auf den Weg nach Hause. Warte mal. Habe ich schon den Mülltonnen mal wieder gerüttelt hier? Nee, habe ich nicht. Also Leas Geburtstag ist erledigt. Jetzt kommt Clint als nächstes am 26. Habe ich mir auch notiert. Hier ist nichts. Mani, 8.50 Uhr. Hat er bis 9 Uhr offen? Nein. Bis 6. Okay. Ja, ist er ja auch gegönnt. Das Problem ist jetzt echt... Wobei, ich habe ja... Was war denn das? Achso. Ein Kaninchen.
Jo. Nichtsdestotrotz würde ich sagen, war es das schon für den heutigen Tag. Also da gibt es nicht mehr viel zu tun. Ich könnte noch die Sachen einräumen, das wäre eine Idee. Entschuldigung. Falsches Loch. Starfish, genau. Dann könnte ich die Sachen hier mal recyceln. Ich glaube, das gibt ja wieder Quarz. Oh, da oben sind die Eisenbahnen fertig. Auch sehr schön. Zack, und gleich hier rein. Sollen wir gleich noch kommen? Wir machen noch Goldbarren über Nacht. Und dann würde ich sagen, ist echt Mine angesagt als nächstes. Aber ich könnte noch was zu essen brauchen dafür. Pass mal auf. Ich würde sagen, ich nehme mal. Wie war das nochmal? Was bringen die Snacks? Komisch, dass man Snacks übrigens nicht kochen muss an der Küche, gell? 18 Health, ne, das kannst du mittlerweile knicken, gell? Also, die ziehen ja mehr ab. Da kannst du 10 Riegel fressen, bis du einigermaßen oben auf bist. Ja, nee, Mist. Das ist natürlich doof. Jetzt habe ich nur einen Salat dabei und zwei Schokokookies. Sind die Schokokookies? Ich weiß gar nicht. Evelyn kriegt noch einen Schokokookie von mir. Ja, genau. Was könnte ich denn noch machen? Für was habe ich denn Material? Ja, die Glazed Gems leider nicht, weil ich das verwechselt habe. Die Gems waren nicht das, was ich einigermaßen massig habe. Pancakes. Foraging, das bringt mir gar nichts. Nee, doch, Foraging. Sunfish, Bram und Wheat Flour. 30 Health, bringt mir auch nichts. 40 Health ist auch nicht so toll. Omelette. Ich habe ja nicht mal Milch. Sushi-Rolle. Seaweed und Rice. Da bräuchte ich nur Rice. Bringt aber auch nur 40 Health. Das ist so doof. Was soll ich denn mit 40 Health? 60 Health für Eier, Sugar und Wheat Flour. Das könnte ich doch machen. Dann mache ich einfach massig Chocolate Cakes. Also, das sind 60 Health immerhin. Warte mal, was waren noch? Sardinen, zwei Stück und ein Hash Browns. Das ist natürlich übel. Okay, aber brauche ich nur für Fischen. Dann hier Winterroot und Cave Carrot. Da könnte ich mal schauen. Cave Carrots könnte ich sogar noch ein paar haben. Obst und Gemüse. Nur noch eine. Na, das ist ein bisschen ärgerlich. Die will ich nicht unbedingt weghauen jetzt. Oder was war denn das da oben? Das eine Gem, wo ich habe. Zwei Gems habe ich. Das bringt aber nicht viel. Nee, ich glaube, Chocolate Cake wird meine nächste Haupternährung. Erstmal für eine Zeit, weil Eier habe ich ja massig. Nicht, doch nicht da in die. Was war denn das? Ach, guck mal da, der Kühlschrank ist eine. Ach nee. Ach nee. Hab wieder was gelernt. Dann brauche ich theoretisch gar keine Box. Da kann ich ja mein Essen in Zukunft nehmen. Ach ja, ach cool. Guck mal da. Mann, ich bin immer überrascht, was man alles lernt. Im Kühlschrank ist noch Platz. So, hier. Oh, Plum Pudding. Wheat Flour Sugar und Wild Plum. Wild Plum. Wie viele Wild Plums haben wir denn? Da haben wir doch auch einiges geerntet gehabt. Zählt zum Obst. Wild Plum, wo sind sie denn? Hier. Aber zwei Stück jeweils. Na, drei Stück könnte ich machen. Ohne Probleme. Wild Plum war glaube ich, Pflaumen sind ja glaube ich im Winter gewesen. Ne? Ja, versuch das, mach mal. Ja? Nee, Quatsch. Bin ich schon. Pass auf die und eins davon. Das sind sechs Stück. Richtig. Da muss ich mir nur noch, ich glaube, Sugar oder irgendwas habe ich noch. Plum Pudding, pass auf. Merk dir mal, was du brauchst. Weißt du noch, wo es war? Ja. Wheat Flour und Sugar. Also, ich kann drei Sachen machen. Sugar und Wheat Flour. Wie sieht's aus? Was habe ich noch? Ich habe nur Sugar. Das heißt, ich brauche nur Wheat Flour. Okay, alles klar. Gut. Dann mal ab in die Kiste. Und was doch noch was anderes, was ich kochen kann. Pancakes. Bringt's nicht wirklich. Ne, was waren das noch da unten? Pumpkin. Ne, da fehlt mir die Milch. Sardine auch nicht. Das andere. Warte mal. Bread, Cave Garden, Eggplant. Da habe ich nur eins. Was bringt das Ding 50 aus? Naja, es geht so. Farming ist Quatsch. Fishing ist Quatsch. Was ist das? Mining. Ja, das mit Magnetismus ist geil, aber zwei Cave Carrots, da muss ich erstmal finden. Cave Carrot und Winter Root. Cave Carrot und Winter Root. Ne, ich habe nur eine, das will ich nicht. Ich mache den Plum Pudding drei Stück, das muss erstmal passen. Auf jeden Fall. Okay, cool. Gehen wir mal eine Nacht schlafen. Jo. Muschi schläft auch schon. Oh ja, es gibt Kohle, es gibt ordentlich Geld. Sehr fein. Mal kurz reinschauen.
Wow, die Snow Champs, die haben es reingehauen, ey. Crystal Fruit 1300, das ist schon geil. Ja, das habe ich halt echt verpasst. Mehr verkaufen, Leute. Es ist so Zeit für eine kleine Pause, ey. Das passt so gut vom Timing momentan, ey. Bis gleich.